Willkommen zurück zum nächsten Part. Wir machen Frosch weiter. Und zwar haben wir schon markiert. Wie alt sind Sie, Pibi? 100 und ein paar zerquetschte. Dann sind Sie ja noch ein Küken. Hey, ich habe schon einiges gesehen. Das bezweifle ich gar nicht, aber Sie haben noch viele Jahre vor sich. Sorgen Sie dafür, dass Sie sie genießen können. Ach ja, unser Drake ist schon ein netter Kerl. Holy fuck, Ed. Ding ist schon unheimlich. Nur kurz was geholt und schon sind wir wieder weg. Ich hab grad keinen Bock zu kämpfen. Fahren wir uns da lieber ein bisschen. Und da müssen wir sowieso schon wieder kämpfen. Yay! Temperaturen über dem Normalwert. Und die zweiten medizinischen Vorräte geschnackselt. Den Turm angeblich auch schon ausgeräumt. Da wollen wir doch erstmal da unten noch durch die Gegend rennen. Aber ja, sieht irgendwie nicht danach aus, als gäbe es hier noch viel mitzunehmen. Schade. Wieder in das flackernde Auto. Die Temperatur steigt. Ha. Und. Ah, ne, doch, Moment. Weiter. Hier muss noch eine dieser besonderen Kisten versteckt sein. Umweltkontrolle. Temperaturen liegen im akzeptablen Bereich. Lebenserhaltung ist wieder online. Muss niedriger sein. Dann ist es das Ding da. Jawohl. Wer findet, darf es behalten. So, der nächste Punkt ist das hier. Damit wir uns auch mal hier reporten können. Zu dem gigantischen Schiffswrack. Yippie-yay, Schweinbacke. Automatische Protokolle aktiviert. Errichte Aufklärungsposten. Abbauzonen wurden ihrem NAV-System hinzugefügt, Pathfinder. Hey, Drake. Ja? Sterben Sie nicht so bald, okay? Geht klar. Ach ja, die zwei verstehen sich echt super. Gute Arbeit! Team auf jeden Fall, Drake. Die Temperatur steigt, Pathfinder. Lebenserhaltungssysteme sind bei 100%. So. Und die Kiste haben wir voll vergessen. Freunde!
frag mich, ob ich irgendwann gegen diesen Wurm kämpfen muss. Wäre ja schon eine geile Sache. Ich würde sagen, nehmen wir den ganzen Scheiß da auch noch mit. Da oben ist lustigerweise nichts mehr in die Richtung. Was soll der Dreck über Ihren Augen? Wollen Sie eine Superheldin sein? Was sollen die vielen Knochen? Wollen Sie ein Superschurke sein? Ja. Cool. Ich muss gestehen, bis jetzt haben sie die besten Sprüche drauf. Ja, wobei. Pibi und Vetra gehen ja auch. Temperaturen liegen innerhalb des Toleranzbereichs. Scheiße, wenn ich mir überlege, dass ich das eigentlich genauso schön abarbeiten möchte wie alles andere. Das Gebiet ist ja mal gewaltig. Ich registriere Temperaturen über dem Normalwert. Melden sich auch noch das rein. Das ist das Reliktwrack, von dem Morda so besessen ist. Wahnsinn. Automatische Protokolle aktiviert. Errichte Aufklärungsposten. Gegner vor uns! Gut, die Frage ist, wollen wir das jetzt noch anfangen? In der Region sind Abbauzonen verfügbar, Pathfinder. Ich habe sie ihrem Nav-System hinzu. Ich registriere in diesem Gebiet erhebliche seismische Aktivitäten. Das Ding ist gewaltig. Ich frage mich, was es wohl zum Absturz gebracht hat. Wollen wir wetten, dass wir auf einen Haufen wütender Relikte stoßen? Yep. Ich frage mich, ob Relikte schlechte Laune bekommen können. Gute Frage. Das Teil ist wirklich gigantisch. Die Plünderer versuchen schon seit Monaten hier irgendwas zu bergen. Schon dabei. Das ist eine Todeszone. So todig sieht sie doch gar nicht aus.
Dödel, Pathfinder, wir machen den Weg frei. Mann, die sind ärgerlich. Mist. Okay, wir merken, dort unten ist alles ganz schön heftig befestigt und die Todeszone war tatsächlich durch die ganzen Geschütze existent. Oh, nö, 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 nö. Ach, was heißt das? Alles auf Anfang. Kamera. Ich registriere in diesem Gebiet erhebliche seismische Aktivitäten. Das Ding ist gewaltig. Ich frage mich, was es wohl zum Absturz gebracht hat. Wollen wir wetten, dass wir auf einen Haufen wütender Relikte stoßen? Yep. Ich frage mich, ob Relikte schlechte Laune bekommen können. Die Plünderer! Vorsicht, das ist eine Todeszone! Gute Arbeit! Oh, ich lasse die mal von dem Geschütz zerschießen. Ich mache wirklich die da hinten noch platt. Mann, irgendwie ist das Gewehr für den Arsch. Ich sehe sie! Achtung, Granate! So, dann schalten wir mal die Geschütze aus, würde ich behaupten. So, Geschütz Nummer 1. Pathfinder, ihre Schilde werden dem nicht lange standhalten. Wohl wahr. Deswegen gehen wir jetzt auch mal nach unten. Wir müssen dieses Gebiet irgendwie umgehen. Ja, würden sie nur lieber auf uns hören. Jetzt bedienen wir uns natürlich auch.
Gegner vor uns! So, noch zwei. Pathfinder, ihre Schilde werden dem nicht lange standhalten. Und da fehlt nur noch eins. Wir müssen dieses Gebiet irgendwie umgehen. Oh, die stecken in der Wand fest. Ja, geil. Oder ist hinten dran? Nö, ich stecke in der Wand fest. Saugeil. Ja, noch ein bisschen. Na, geht doch. Und zur nächsten Todeszone. Hinter jeder Ecke sind noch mehr von denen. Achten Sie auf 6 Uhr und auf meinen Rücken. Gehen wir es an! Und erledigt. Nach diesem fast schier endlosen Kampf würde ich sagen, schauen wir uns das Innenleben aber im nächsten Part an. Dankeschön fürs Zuschauen, bis dahin, sayonara.